Das ist ja ganz toll hier. Meine Fresse. Und dann sind die auch alle noch so blöd, hä? Ja, hier an manchen Stellen... Wow. Dreht das Spiel auf 30 Frames runter. Oh Mann. Ach, schon wieder gegenüber. So macht man das. Und der auch noch. Oh Mann. And I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. So, komm, nimm mal hier wieder so ein Gewehr mit. Wo geht's denn hier raus? Tür, hallo? Ach, scheiß auf Türen. Moment, falsche Seite. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere. Klasse. So he and Bronco must be close. A smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? Nicht so oft, das guy. Genau. Hey, Max will drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me! Oh, man. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Warum nicht einfach erschießen? Warum immer mit so einem Auftritt? Oh, oh. Oh, was war das denn? Wie? Hä, was hätte ich denn da jetzt bitte gegen machen sollen? Nicht da aus der Deckung rausgehen oder was? Boah, wie viele sind das denn? Schon wieder hier. Und wie scheiße treffe ich denn schon wieder hier? Das ist doch immer wieder die gleiche Rotze hier. Komm. Du stirbst. Ja, jetzt geht die Munition alle hier. Okay, hier haben wir noch ein bisschen. Ja, sicher. Viele da Puter. Viele da Puter.
Ach, das ist doch lächerlich alles hier. Mann, ey. Steh auf und lehn Deckung, Mensch. Was soll ich denn hier machen, wenn ich hier so durchgeschleudert werde die ganze Zeit, ey? Das ist doch beschissen. Bin ich so schlecht mit dem Spiel im Spiel? Zu viel Action, ich will mehr Story. Mach da aus hier. Ach, jetzt habe ich es mal geflogen sehen. Komm. Zwei Autos, die da ankommen, ne? Und dich kriege ich auch noch da. Komm, zeig dich, wo bist du? Verdammte Axt hier. Geh drauf! Nein, jetzt drücke ich auch noch falsche Tasten hier. Ja, richtig. Wenn ich hier zu weit rauslaufe, dann ohne Deckung, dann erschießt er mich sofort mit dem Ding. Also, okay. Aha, das gab ein Achievement. Na, da freue ich mich aber. Könnten die jetzt alle mal die Freundlichkeit haben, hier zu sterben und so? Ach, da habe ich wieder gepennt. Los, komm. Ja, Spiel, stell dich doch runter auf 20 Frames. Was soll denn das hier? Los, wieder in Deckung. Lauf! Verdammte Sausack. So. Da ist auch schon wieder einer. Und da auch. Hört mal, wo kommen die denn alle her? Nur auf mit dem Scheiß hier rumzuschießen. Auch den Painkiller da hinten. Ich glaube.
Oh Mann. Tot sei er. Dankeschön. Bubum, bubum. Bam. Da macht er den Adler. Oh, aua. Ja, Mr. Becker. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Alter Schwede. Humpen auf den Stumpen hier, ey, da ist er. So in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Oh, ich könnte ihn erschießen, aber ich glaube, der ist bedient. Wo ist der denn so lange gewesen die ganze Zeit jetzt eigentlich, ne? We had one card left to play. Just get me close. Guys are running in over on the right. Passenger side. Come on, Max. They're gonna kill us. Oh shit. You see them? Sure, take you to cover this. Wieso muss ich denn jetzt? Hä? Kommen die denn schon wieder alle her? Ja. Über den Hubschrauber abschießen. Aha. Ich habe den Hubschrauber. Was fährt der denn da gegen den Hubschrauber, der Idiot? Alter, mit dem Ding kann man überhaupt nicht zielen, ordentlich. Bam. Hui, da explodiert alles. Ja, das waren 15 Bomben, oder was? Da guckst du aber, Dings. Boom. Hä? Was? Den anderen Flieger habe ich gar nicht realisiert vorher, muss ich zugeben. Victor! So, dem kannst du jetzt auch noch ein Bein wegsprengen. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now! Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. Keine Kekse mehr. You know I walk. You'll walk with a limp. So. Offener Knochenbruch, schöne Sache. Huiuiui. The
55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Local residents expressed outrage, saying they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol. Max Payne.